Wie geht es weiter im Libanon? Das möchte ich jetzt den Politikwissenschaftler Karim Makdisi fragen. Er ist Professor an der American University of Beirut. Thank you for coming. Thank you. Die jungen Menschen hier kritisieren das politische System im Libanon, wo Christen, Sunniten und Schiiten die Macht untereinander aufgeteilt haben. Das sei ein korruptes System, das nur darauf abzielt, unabhängige Kandidaten auszuschließen und die eigene Macht zu sichern. Gibt es eine Hoffnung, dass sich das ändert? Solange es Menschen gibt, gibt es auch Hoffnung, ganz sicher. Die Frage ist, wie lange es dauert, bis etwas geschieht. Natürlich gibt es Hoffnung in dem Sinne, dass Neues aufgebaut werden kann. Wir müssen ein neues politisches System schmieden. Wir brauchen ein neues Sozialsystem und natürlich auch ein neues Wirtschaftssystem. Aber es wird lange dauern. Es geht also sicherlich nicht darum, dass wir auf die Straße gehen und über Nacht sind die, die seit 20, 30, 40 Jahren das Land regieren, weg. So als fege eine große Revolution alles zur Seite und dann ist alles gut. Nein, es wird ein langer Weg. Und die Menschen hier müssen sich auf diesen langen Kampf, der vor uns liegt, einstellen. Es gibt also Hoffnung, aber nicht auf die schnelle Besserung, eher mittel- bis langfristig. Nach der Explosion letztes Jahr dachte man, der Libanon wäre am absoluten Tiefpunkt angelangt. Aber dann ging es mit der Wirtschaft noch weiter bergab. Wer ist schuld? Den schwarzen Peter haben viele. Zum einen tragen wir alle eine Mitschuld. Wir hatten 20 bis 30 Jahre lang einen unglaublichen Lebensstil. Wir erlaubten dem System weiterzumachen, weil es uns gut ging. Wir hatten gute Restaurants, ein gutes Leben, Konsum, wir fuhren in den Urlaub, das hat Spaß gemacht. Wir haben hart gearbeitet und hatten Spaß. Ein gutes Land, in dem wir lebten. Wir haben einfach über unsere Verhältnisse gelebt. Aber die wirklich schuld sind und juristisch zur Rechenschaft gezogen werden müssten, das sind die Politiker und auch die Banker, die dieses System erfunden haben, das das ganze Land in den Ruin getrieben hat. Sie haben alle Ressourcen gestohlen, die gesamte Infrastruktur, die über 20, 30 Jahre hätte instand gehalten werden müssen, tatsächlich wurde sie von ihnen geklaut, von diesen Eliten. Unsere Ersparnisse sind verschwunden, nur die Reichen haben ihr Geld ins Ausland gebracht. Jeder im Libanon weiß, wer diese 20, 30, 40, vielleicht 50 Menschen sind. Und das sind die Leute, die gemeinsam die Schuld daran tragen. Die Menschen im Libanon haben mit Sorge den jüngsten Krieg zwischen Israel und Hamas in Gaza beobachtet. Die neue Regierung in den USA unter Präsident Biden, wird sie diesen Konflikt entschärfen? Nein. Natürlich ist seine Politik ein bisschen besser als die von Trump. Aber Biden wird nicht mit mutigen politischen Initiativen auffallen. Das hat er sehr deutlich gemacht. Er will keine Führungsrolle übernehmen, weil er nicht das Gefühl hat, dass er dabei politisch genug gewinnen kann. Das means he doesn't feel he will get enough politically from this.